Das Thema Hybridleitung beschäftigt die Bevölkerung. Da wollen wir für Informationen sorgen. Wir wollen unabhängige Experten zu Wort kommen lassen und wir wollen mit den Interessierten diskutieren, was es zum Thema Hybridleitung zu sagen gibt. Um den im Norden produzierten Windstrom in den Süden zu transportieren, soll das bestehende Stromnetz verstärkt bzw. ausgebaut werden. Dafür sollen sogenannte Hybridleitungen eingesetzt werden. Hybridleitungen führen sowohl Gleich- als auch Wechselstrom auf einer Leitung. Diese Technik ermöglicht einen flexiblen Stromtransport mit geringen Verlusten. In Deutschland ist sie bisher noch nicht im Einsatz, dennoch ist die Technik nicht neu. Also das Konzept an sich gibt es schon relativ lange. Also mehr oder weniger so seit den 80ern wurden Untersuchungen gemacht, vor allem in den USA und Kanada. Eine Hybridleitung auf dem gleichen Mast gibt es meines Wissens nach bis jetzt keine. Aber es gibt eben zahlreiche Testanordnungen und es gibt eben die sogenannten Hybrid-Korridor, wo es mehr oder weniger eine Parallelführung aus AC und DC gibt, die relativ nah beieinander sind, was eigentlich so der Hintergrund von diesen Studien damals war. Die geplanten Hybridleitungen sollen nun beim Projekt Ultranet zum Einsatz kommen. Das Vorhaben führt von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg. Gerade Anwohner sind aufgrund des Pilotcharakters des Projekts besorgt. Die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt seien bisher zu wenig erforscht, so das Argument. Klar ist, dass die Wechselwirkungen von AC und DC, also zwischen Wechsel und Gleichstrom, die elektrischen und magnetischen Felder am Boden verändern. Fest steht aber, dass auch Hybridleitungen die gesetzlichen Grenzwerte einhalten müssen. Also aus fachlicher Sicht haben wir keine nachgewiesenen Wirkungen, wenn die Grenzwerte eingehalten werden. Und wir haben in dem Bereich Netzausbau die Tatsachen so, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Also sehen wir es aus wissenschaftlicher Sicht unbegründet. Wir nehmen es trotzdem recht ernst, weil auch unbegründete Sorgen und Ängste haben körperliche Wirkungen. Und wir versuchen möglichst intensiv zu informieren, aufzuklären, welche Felder welche Wirkungen machen, ab welcher Schwelle. Das Projekt Ultranet soll zusammen mit dem sich nördlich anschließenden Vorhaben 1 den in der Nordsee und an Land erzeugten Windstrom nach Süddeutschland transportieren. Die Bundesnetzagentur bietet zahlreiche Informationsmöglichkeiten an, um Bürgerinnen und Bürger von Anfang an in die Planung des Netzausbaus einzubeziehen. Wir sehen jedenfalls die Besorgnis, das muss man ernst nehmen. Ich glaube, da sind auch sehr viele Mythen. Und dementsprechend wollen wir zur Entmystifizierung der Hybridleitung beitragen. Das ist uns ganz wichtig, denn das wird natürlich auch die Genehmigungsverfahren weiter begleiten. Und wir wollen mit diesen Formaten dafür sorgen, dass mehr Information, auch sachliche Information, an die Interessierten herangetragen wird. Weitere Informationen zu Hybridleitungen und zu den Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie auf www.netzausbau.de.